Ja, hallo Freunde und willkommen heute mit einem kurzen Video mal wieder. Und zwar geht es heute darum, wie wir unserem Cisco Switch Passwort wiederherstellen bzw. überschreiben können, wenn wir es vergessen haben. Ich werde das jetzt hier anhand eines Cisco Catalyst 2950. Ja, ist schon ein bisschen ältere Modell, ich weiß. Funktioniert aber auch mit ein paar andere Cisco Switches, andere Serien. Die werde ich dann unten in der Beschreibung auflisten. Ja, wichtig ist natürlich, was wir da unbedingt brauchen, um das Kennwort zu wiederherzustellen, zu überschreiben, damit wir wieder an unsere Konfiguration rankommen. Ja, ganz wichtig ist, wir brauchen physikalischen Zugang, also wir müssen direkt am Switch sein. Also per Remote funktioniert das leider nicht oder zum Glück. Ja, als erstes müssen wir uns über die Line, über die Konsole verbinden, hier mit unserem, meinetwegen, hier bei mir den Putty, den Client, wählen wir hier die serielle. Ja, mein Rechner ist jetzt mit dem Switch verbunden. Die Default-Einstellungen hier, die sind in Ordnung hier alles. Ja, das muss hier alles so aussehen. Aber ich glaube, ich habe COM3 hier. Das ist einfach sein anderes Port hier. Genau, wir öffnen jetzt eine Session hier. Ich mach mal ein bisschen größer einfach. Drücken Enter. Genau, dann sieht es so aus. Das ist jetzt ja, jetzt bin ich auf meinem Switch hier verbunden und habe aber leider das Passwort vergessen. Ja, kann mich nicht mehr anmelden und die Konfiguration ändern. Ja, das ist aber kein Grund zur Verzweiflung, denn wenn wir da physikalischen Zugang haben, wie gesagt, können wir das relativ leicht das Kennwort ja ändern. Als erstes müssen wir unseren Switch einmal ausschalten und wieder einschalten, also einfach vom Strom das Stromkabel abziehen und den Mode-Button hier drücken, gedrückt halten und dann einfach Strom wieder verbinden und einfach abwarten. Ich mache mal das jetzt mal. Genau, das sieht dann so aus. Ich muss jetzt kurz auf Pause drücken, weil mein Switch steht hier ein paar Meter weiter. Also was ich jetzt gemacht habe, um dieses ja, Menü hier zu bekommen, ich habe das Switch vom Strom getrennt, den Mode-Button hier gedrückt gehalten und dann einfach mit dem Strom wieder verbunden und dann ja gedrückt halten den Mode-Button bis dieses Menü hier. Bis wir das hier bekommen. Jetzt brauchen wir einfach, fangen wir jetzt einfach mit dem ersten, geben wir jetzt einmal unsere, initialisieren unseren Flash-Speicher hier mit Flash Analyze Init und Enter. Ja, wenn man, muss man natürlich richtig schreiben. Das ist immer. So, jetzt. Flash Underline Init und Enter. Jetzt wird unsere Flash initialisiert hier. Das dauert ein paar Sekunden. Okay, jetzt hat er hier was gefunden. Jetzt laden wir uns den Helper hier. Load Helper, das ist genau so wie hier steht. Ja. Zack. Okay. So, jetzt schauen wir uns mal mit dem Dia-Befehl unseren Flash-Speicher hier an. Und ja, irgendwas ist jetzt hier. Schauen wir nochmal. Ne, vielleicht so Dia Flash Doppelpunkt. Okay. Und suchen nach unserer Config. File hier, das ist hier. Dieser File hier, config.txt.
Das ist die Konfiguration, dass ja, wo das Passwort hier enthalten ist. Das wird beim Starten des Switch geladen und nach dem Passwort abgefragt. Was wir jetzt machen, wir werden dieses Config-File vielleicht erstmal umbenennen, damit die sozusagen erstmal weg ist. Mit Rename Flash Config. Ach Gott. Macht er das nicht? Config. Nee, das will er nicht. Okay. Config Text. Und wir geben jetzt irgendeinen beliebigen Namen. Hauptsache, wir wissen, wir finden das wieder. To flash, ja, Doppelpunkt, config, Punkt, wir können das einfach, ja, Text, Punkt, bla, meinetwegen, oder Alt, oder Word, oder Backup, oder wie auf immer. Okay, man muss natürlich, ach Gott. So, nochmal rename. Ich habe da das G vergessen. Ach Gott, ey. So. Rename. So, ganz langsam jetzt. Rename. Flash. Doppelpunkt. Config.text. So, Flash. Doppelpunkt. Config. Text. Punkt. Bla. Haben wir gesagt. Okay, der findet das jetzt nicht. Config. Irgendwo habe ich mich vertippt. Config. Punkt. Text. René. Noch such fire. Okay. Was habe ich hier falsch gemacht? So, noch. Macht jetzt aber auch nicht. So, nochmal. Rename. Bin ich jetzt aber. Okay, ich mache mal noch mal ganz kurz. Nicht, dass er das schon gemacht hat. Flash. Puck. Die hat er. Private Text Rename. Config Text. Ne, die hat er nicht. So, nochmal. Rename. Flash. Config. Punkt. Text to flash config.text.bla. Okay, jetzt hat er das gemacht. Wir schauen nochmal nach. Zack. So, jetzt ist unser Config-File weg. Genau, beziehungsweise umbenannt. Das ist das hier. Ja, config.text.bla, das müssen wir uns merken, dann müssen wir nachher wieder umbenennen. So, jetzt können wir ja unser Switch einfach booten mit dem Boot-Befehl und Enter. Das dauert dann wieder ein paar Sekunden, bis das hochgefahren wird. Ja, dann nach. Okay, zack, zack, okay, jetzt findet er nicht die, genau, jetzt fragt er uns, ob wir das, ob wir in das Konfigurationsdialog reingehen möchten, weil er die Config-File nicht gefunden hat. Wir wollen das nicht. Ich habe jetzt Nein nicht gedruckt, aber der hat einfach weitergemacht. Genau, jetzt sind wir sozusagen schon hier angemeldet. Jetzt wechseln wir einfach in den Enabled-Modus hier. Schauen wir uns nochmal unsere Flash-Speicher hier an. Hier ist unsere ursprüngliche Konfigurationsdatei, die werden wir jetzt natürlich wieder umbenennen.
Flash config text bla, genau, to flash config Punkt text ohne bla, so, und enter, nochmal bestätigen. Okay, wir überprüfen das nochmal. Genau, jetzt ist, haben wir unsere Config-File wieder hier. Jetzt, ja, wir sind ja schon in den Enable-Modus. Jetzt kopieren wir unsere Config-Datei hier aus den Flash. Irgendwie. Okay, so nochmal Copy. Config.text in System. Zack. Config.text und bestätige nochmal mit Enter. Okay. Das heißt natürlich Running. So, System, Doppelpunkt, Run, aber irgendwie Config. Config. Okay. So, zack. Genau. Also, wir kopieren jetzt mit dem, jetzt wird die Konfiguration nochmal neu geladen. Wir haben jetzt vom Flash-Speicher in den System in den Running Config kopiert und jetzt haben wir jetzt unsere Config-File ursprünglich wieder geladen hier. Jetzt, ja, jetzt können wir einfach die Passwörter beliebig überschreiben. Wir wechseln in den Conf-T-Modus, Configure Terminal. Jetzt können wir unsere ja Enabled oder Secret Passwort. Secret. Jetzt ich mache mal hier Cisco. Ich gucke mal kurz. Secret. Okay. Enabled. Das ist jetzt. Das ist ja. Enabled. Passwort. Ja. Passwort mache ich jetzt mal. Und dann können wir für unseren ja serielle, aber das ist glaube ich sowieso ein Klartext gespeichert. Aber ja, also wir können jetzt natürlich hier für die Line Line Passwort. Ach, wie war das jetzt? Config vielleicht nochmal raus. Und dann gehen wir in Configure Line. Ach, wie war das jetzt hier? Ich habe das ehrlich gesagt lange nicht gemacht. Man muss aber schon in den Conf. Nee. Terminal. Line. Genau. Nee. Line VTI. Jetzt können wir unsere, ich weiß nicht, 0 bis 15. Also wie viele. Ja, ich mache mal jetzt VTI einfach. Configure 0. 1, 2, 3. Ne, wir müssen jetzt irgendwie. Genau, jetzt sind wir hier Config Line. Jetzt können wir. Ich weiß nicht, Passwort. 1, 2, 3. Okay, das ist jetzt. Ich glaube, wenn wir jetzt. Wir können jetzt 0 bis 15. Ne. Okay, das ist jetzt für Telnet. Jetzt können wir hier nochmal rausgehen und können nochmal für diese
für die. Also das ist jetzt für Telnet und für die Konsole, ja. Jetzt wichtig ist natürlich, dass wir nochmal in die Memory right. Achso, wir müssen raus aus dem Conf-Modus natürlich und schreiben. Ach Gott. Ja, das ist so, wenn man schnell machen möchte. Right. Memory Book. Okay. Ja, das war es eigentlich auch schon alles. Copy running to startup vielleicht nochmal. Damit das jetzt beim nächsten Neustart auch diese Konfiguration geladen wird. So, ich gehe mal jetzt einmal raus hier und gehe nochmal rein mit meinem neuen Passwort. Jetzt bin ich hier und dann in den Enabled Modus. Was habe ich da geschrieben? Cisco, genau. Und schon habe ich, ja, hier können wir uns nochmal Show-Run-Config anzeigen lassen. Und hier haben wir unser Secret-Passwort, das hier verschlüsselt ist. Und unser Telnet-Passwort und Konsole-Passwort ist irgendwo ganz unten. Die sind hier in Klartext gespeichert, wenn ich mich richtig erinnere. Was sind das jetzt hier? Gar nicht da. Ach, das sind sie ja. Ja, für die Line, für die Konsole 1, 2, 3. Ja, und das ist hier Telnet 1, 2, 3 auch. Ja, das war es eigentlich schon. Das hat jetzt leider doch ein bisschen länger gedauert, als ich eigentlich wollte. Ich hoffe aber, dass ich euch damit ja, helfen konnte, und bis nächstes Mal.